Und in Köthen verfolgt seit Stunden Kathi Obermann für uns das Geschehen. Kathi, ist es bis zur Stunde ruhig geblieben oder gab es Auseinandersetzungen? Also die Polizei sagt, wir haben es ja im Beitrag auch schon gehört, größere Auseinandersetzungen gab es nicht, kleinere Rangeleien schon, auch weil jetzt zum Ende des Tages die beiden verschiedenen Demonstrationsgruppen am Bahnhof noch einmal aufeinander getroffen sind. Aber es gab keine schwerwiegenden Auseinandersetzungen, keine große Gewalt. Also das Ganze ist erfreulich friedlich zu Ende gegangen. Und der Marktplatz hinter mir ist jetzt im Grunde nur noch in Hand der Polizei. Alles wieder friedlich. Bis vor gut einer Stunde etwa muss man sich vorstellen, dass hier noch hunderte Rechte den Marktplatz für sich genutzt haben. Wie sind die Köthener heute mit dem umgegangen, was sich da auf ihren Straßen abgespielt hat? Ich habe im Vorfeld mit einigen Anwohnern sprechen können. Die sagten mir, dass sowohl sie als auch ihr Freundeskreis zu Hause bleiben wird. Man wollte sich nicht gemein machen, weder mit den rechten noch mit den linken Demonstranten. Man hatte das Gefühl, so habe ich es mehrfach gehört, dass die Stadt gekapert worden sei von Demonstranten, die kommen, um diese Fläche zu nutzen, dass das alles mit den Köthenern selber nichts zu tun hat. Und immer wieder wurde beteuert, man habe gestern auf die Weise demonstriert, wie man das für sich für angemessen empfunden habe, nämlich den Marktplatz bunt gestaltet. Und das sei das eigentliche Signal gewesen, von dem man sich auch wünscht, dass es in die Welt geht und nicht eben von den großen Protestzügen, die dann heute Abend marschiert sind. Schauen wir mal auf diese Demonstrationen und wer dort heute zusammen aufgetreten ist. In der AfD tobt derzeit ein Streit um den Umgang mit Pegida und anderen Gruppierungen. Der Bundesvorstand der AfD ruft dazu auf, nur an parteieigenen Demonstrationen teilzunehmen. Das scheinen auch heute wieder einige führende AfD-Politiker aus Sachsen-Anhalt und Thüringen etwa ignoriert zu haben. Ja, ganz offensichtlich, denn der Ex-Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, war hier und hat sich auch kein Problem gehabt damit, sich zu zeigen mit wirklich strammen rechten Gruppierungen. Andere Prominenz war da. Der Thüringer AfD-Chef Höcke hat Grüße bestellen lassen hier auf der Demo. Also man sucht ganz offensichtlich den Schulterschluss auch mit den rechten Gruppen, mit den deutlich rechten Gruppen und nicht nur mit der Mitte. Da ist offensichtlich dieser Appell entweder nicht ernst genommen worden oder er verhallt eben erfolglos. Danke, Kathi Obermann, für diese Einschätzung.